In diesem Video zeige ich euch, wie ich neue Orchideen behandle, die ich bekomme, vor allem die in Moostopf, was ich damit mache, weil viele haben mich gefragt, was man macht, wenn man Orchideen in reinem Sphagnummoos bekommt und vor allem hier mit diesen Behandlungsflecken, es ist Mittel gegen Schädlinge und ja, heute zeige ich euch ein Beispiel von dieser wunderschönen belorischen Orchidee. Es ist eine Japhon von Japhon. Das ist die genaue Bezeichnung. Eine Japhon Parfum. Ja, auf jeden Fall eine richtig schöne Orchidee mit einem ganz tollen Duft. Gefällt mir sehr gut, habe ich zum Muttertag bekommen von meiner Tochter. Und hier sieht man die Blütchen richtig schön geöffnet. Das mag ich sehr. Ich mag eigentlich nicht diese Pelorik-Orchideen, die ein bisschen mehr geschlossen sind, sondern die müssen richtig schön geöffnet sein für mich, wie ein Schmetterling. Und sowas gefällt mir sehr gut. Habe ich blühend bekommen, habe ich gar nicht erwartet. In der Beschreibung stand nicht blühend. Und umso mehr freut mich das. Ja, eine richtig schöne Orchidee, auch kräftig mit vielen Blättern, wie man sieht. Und die Wurzeln können sich auch sehen lassen. Ist natürlich sehr feucht gekommen, aber jetzt ist schon ein bisschen abgetrocknet seit dem Muttertag. Ja, und ich zeige euch hier, wie ich damit weiterverfahre. Ich stresse die Orchideen so wenig wie möglich und zwar werde ich die gleich einfach aus diesem Topf rausnehmen und hier in so einen Becher setzen, werde ich sauber machen und da stand die jetzt ein paar Tage, deswegen ist der so komisch und den werde ich sauber machen, die Orchidee einfach rausnehmen aus diesem Transporttopf. Und werde sie so, wie sie ist, ohne irgendwie in den Wurzeln was zu machen, werde ich die da einfach reinsetzen und erstmal wachsen lassen, neue Wurzeln machen lassen, dass die sich an meine Bedingungen gewöhnt. Ja, das mache ich immer so, damit ich die Orchideen möglichst wenig stresse, denn die haben schon Stress. Und durch den Versand und Wechsel von Gewächshaus im Zimmer. Ja, und das ist ganz einfach. Und man stellt die dann einfach natürlich erst ein bisschen in Quarantäne. Und dann stellt man die einfach warm und hell. Und schaut, dass man das Sphagnum ein bisschen feucht hält, sobald das ausgetrocknet ist, also das sieht man dann an den Wurzeln, wenn die silbrig werden, dann ist es trocken und dann gießt man einfach unten 1 bis 2 cm rein und fertig. Das Sphagnummoos nimmt das auf und so wächst die Orchidee weiter. Natürlich kann man die auch leicht düngen. Ich mache das erstmal nicht, weil die hat sehr viel Dünger schon in diesem Sphagnummoostopf gespeichert. Und wie gesagt, die muss hier erstmal ankommen. Ich muss sichtbares Wurzelwachstum sehen oder auch Blattwachstum, dass ich dann anfange zu düngen, ganz leicht. Und ja, es ist theoretisch sehr einfach. Und solche Orchideen würde ich auch niemals in Rinde setzen. Die werden sofort alle Wurzeln verlieren.
sondern das macht man einfach so und lässt die Wurzeln wachsen und irgendwann, wenn die nach oben wächst und sich hier dann neue Wurzeln bilden, kann man diesen Sphagnummoos-Topf entweder abschneiden oder man belässt ihn und füllt einfach oben mit Rinde auf. Und das ist einfach. Na, und so ist es wenig Stress für uns und auch für die Orchidee. Ja, so einfach ist das. Und ich werde sie jetzt entsprechend vorbereiten und zeige ich euch gleich, wie das Endresultat aussieht. Und so bleibt sie bei mir, solange ich nicht entscheide oder dass sie mir das zeigt, dass ich ihr einen größeren Topf gebe und das Substrat wird einfach oben weiter aufgefüllt und fertig. Und das wird wahrscheinlich noch länger dauern, daher sehr komfortable Methode, wie ich finde. Und man muss nicht sofort parat irgendwelche Substrate haben. Man braucht einfach so einen Becher. Der hat sogar nicht mal Öffnungen. Ich würde die einfach so ohne Abflusslöcher da reinsetzen und fertig. Das ist ganz einfach. Na, falls damit was ist, da kann ich die einfach auch rausnehmen, ohne die Wurzeln zu beschädigen, die vielleicht bis dahin gewachsen sind. Und ja, dann auch wieder reinsetzen. Das hat sich hier bewährt, so mache ich das immer mit den neuen Orchideen. Zumindest mit diesen in diesen Transporttöpfen, die lasse ich da nicht drin. Und ja, das hat sich bis jetzt bewährt. Und ist wirklich eine sehr schonende Methode für die Orchidee in der ersten Linie, für uns, für unseren Geldbeutel, für unsere Zeit. Und ja, so kann ich dann die Blumen in Ruhe genießen, die Blüten, die wunderschönen. Denn sie hat keinen Stress und lässt sie auch nicht fallen. Und sie kann hier in Ruhe ankommen. So, da sind wir wieder. Es ist vollbracht. Es war wirklich einfach. Den Becher habe ich sauber gemacht. Es ist ein halber Liter Becher, also 500 Milliliter. So ein Kunststofftriegbecher. Nichts Wildes und nichts Besonderes. Ja, und dann habe ich den sauber gemacht, die Orchidee aus dem Transporttopf rausgenommen. Das war auch sehr einfach. Das ist der jetzt und ich habe hier noch nur noch so eine kleine vertrocknete Wurzelspitze abgeschnitten. Mehr habe ich nicht gemacht und auch nicht entfernt. Der wird noch benutzt hier, der wird sauber gemacht und den werde ich noch anderweitig verwenden. Also als Tipp, die sind ganz praktisch, zum Beispiel für Abmoosungen oder ja, wenn man Pflanzen einfach vermehrt und die verschenken möchte. Die kosten ja theoretisch ja fast gar nichts für einen, weil die sind ja bei der Pflanze dabei gewesen. Und ja, die schmeiße ich nicht weg. Die kann man wunderbar verwenden. Der wird sauber gemacht und weiterverwendet. Ja, und sie hat jetzt ein neues Töpfchen bekommen. Die Wurzeln, die oben rausschauten, also diese Luftwurzeln, habe ich ein paar reinbekommen. Die habe ich eingeweicht im warmen Wasser. Und diese hier wollten nicht. Also habe ich die so belassen. Dürfen erst mal weiter wachsen in der Luft. Und so sieht sie aus. Unten ist natürlich etwas Luft, die wollte auch da nicht rein, also habe ich die auch jetzt nicht mit Gewalt reingequetscht. Sie wird da noch ihre Wurzeln ausbilden nach unten und wird dann auch bis zum Boden diese Leere, da wird sie auffüllen mit Wurzeln mit der Zeit. Ich werde sie sowieso
Dann wahrscheinlich erstmal den Topf mit warmem Wasser einfach dann vollfüllen, also befüllen. Bis hier, bis zu dem, wo das Wandelmoos anfängt, bis zur Oberkante. Und dann werde ich das nach 5 Minuten wieder abgießen. Das wird hier ausreichen. Und wenn die Wurzeln bis hier unten hingewachsen sind, werde ich das so machen, wie ich schon sagte. 1 bis 2 Zentimeter einfüllen und dann wird sich das alles vollsaugen können. Ja, die Blätter habe ich noch nicht sauber gemacht, denn das ist ja so ein Schutzmittel gegen Schädlinge. Das belasse ich jetzt, da sie ja sowieso in Quarantäne steht und nicht irgendwo auf einem sichtbaren Platz im Wohnzimmer. Stört mich das nicht, diese Flecken auf den Blättern. Das kann dann noch ein bisschen wirken und nach einer Zeit in Quarantäne werde ich die dann sauber machen und auf ihren Platz hier hinstellen. Ja, so sieht man, wie einfach das geht und wie schnell auch. Das hat jetzt 10 Minuten gedauert, weil ich die Wurzeln noch eingeweicht habe, sonst würde das viel schneller gehen. Und vielleicht könnt ihr euch das mitnehmen als Tipp. Und das Video war für euch hilfreich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.